Die Charaktere des ersten Star Wars Films ziehen ihre Spuren durch die ganze Saga. Seien es Luke, Leia, Anakin, Obi-Wan oder Chewbacca und Han Solo. Familie ist einer der Kernpunkte in Star Wars und zuerst ging es lediglich um die Skywalkers. Doch mit Episode 7 rückte ein anderer Name immer weiter ins Bild. Solo. Um zu verstehen, wer Han Solo ist und was ihn zu diesem wichtigen Charakter machte und vor allem, welche Auswirkungen dieser auf diese neue Trilogie hatte, möchte ich euch im neuen Star Wars Basics Adventskalender-Video mal genauere Details ausführen. Ich bin Luke, heute erfahrt ihr alles Wichtige über Han Solo und damit herzlich willkommen. Han Solo war ein männlicher, menschlicher Schmuggler, der durch einen simplen Transportauftrag zu einem der Anführer der Rebellenallianz wurde. Er stammte vom Planeten Corellia, wie auch einige andere Schlüsselfiguren der Saga, wie zum Beispiel Wedge Antilles, welcher von Schauspieler Ewan McGregors, auch bekannt als Obi-Wan Kenobis Onkel, gespielt wurde. Gemeinsam mit dem Wookiee Chewbacca, welcher nicht nur sein bester Freund war, sondern ebenfalls eine Lebensschuld bei ihm hatte und ihn deshalb begleitete, steuerte er den korellianischen Frachter, den Millennium Falcon. Dieser leichte Frachter wurde zum Schmuggeln unter Auftrag des Huttenkartells eingesetzt und galt als eines der schnellsten Schiffe der Galaxis. Der Falke bekam diesen Ruf, da er den sogenannten Kessel Run, eine Schmuggelroute durch ein Cluster von schwarzen Löchern, in unheimlich hoher Geschwindigkeit durchquerte und auf einer eigentlich 18 Parsecs langen Strecke durch waghalsige Abkürzungen nur 12 Parsecs zurücklegte. Kurz bevor er auf Obi-Wan und Luke stieß, warf er gerade eine komplette Ladung Spice, eine pulverförmige Droge, die sehr viel geschmuggelt wurde, ab, um nicht vom imperialen Patrouillen angegriffen und eingesackt zu werden. Daher schuldete er Jabba dem Hutten, für den er diese Waren schmuggelte, eine sehr hohe Summe Credits, welche er gerne mit dem Transportjob von Obi-Wan bezahlte. Wollte. Doch aus dem simplen Personentransport nach Alderaan wurde schnell eine Rettungsaktion und er wurde in den Kampf der Rebellion gegen das Imperium verwickelt. Obwohl er eigentlich nur dem Geld hinterher war, entschied er sich schlussendlich nach der Zerstörung des ersten Todessterns, in der er Luke den Rücken frei hielt, doch dazu weiterhin mit und für die Rebellen zu kämpfen und wurde wichtiger Teil deren Streitkräfte. Nach der Schlacht auf Hoth suchte Han gemeinsam mit Leia und Chewie Obhut bei seinem alten Freund und Rivalen Lando Calrissian, von welchem er damals den Millennium Falcon in einem Sabacc-Spiel gewonnen hatte. Leider tauchten kurz vor Ankunft der Gruppe Vader, Fett und imperiale Truppen auf der Basis in Cloud City auf und zwangen Calrissian dazu, Han und die anderen auszuliefern, um Luke Skywalker aus seinem Versteck zu locken. Dieser Trick funktionierte und Han wurde in Carbonit eingefroren und das, obwohl er auch so schon schweinecool war. I love you. I know. Knapp ein Jahr später organisierten Luke, Leia, Lando und Co. eine Rettungsmission, um Han aus dem Palast von Jabba, dem Hutten, zu befreien. Dorthin brachte Kopfgeldjäger Boba Fett nämlich Hans Carbonitblock nach den Ereignissen in Cloud City. Als Solo zur Rebellenflotte zurückkam, wurde er zum General befördert und wurde Kommandeur der Pathfinders, einer Spezialeinheit, die in der Schlacht von Endor für die Deaktivierung des Schildgenerators auf Endor zuständig war. Gemeinsam mit Chewie, Leia und den Ewoks besiegten sie die imperialen Truppen auf diesem Mond und vernichteten den Schildgenerator, wodurch Lando mit dem Millennium Falcon den zweiten Todesstern vernichten konnte. Nach dem Tod des Imperators und seines Schülers Darth Vader zerbrach das Imperium mit viele Splitterstücke. Solo leitete weiterhin die Spezialeinheit und kämpfte gegen die Reste dieses Imperiums. Irgendwann dann heiratete er auch Leia Organa und gemeinsam bekamen sie einen Sohn, Ben Solo. Ben rang allerdings mit der dunklen Seite, da er wie seine Mutter und sein Großvater davor sehr stark in der Macht war. Leia entsandte ihn daher auf Lukes Jedi-Akademie, was allerdings darin endete, dass Ben vom Anführer der Ersten Ordnung, Snoke, zur Dunkelheit verführt wurde und den neuen Orden der Jedi ausrottete. Der Verlust ihres Sohnes traf Han sehr schwer, weshalb er sich gemeinsam mit Chewie wieder dem Schmuggeln zuwandte. Der Millennium-Falke wurde ihm leider danach mehrfach gestohlen. Und erst deutlich später wurde er dank einem Peilsender in diesem und der jungen Rey nicht nur wieder zu seinem geliebten Schiff, sondern auch in die Schlacht um die Zukunft der Galaxis geführt. Hier begegnete er wieder seiner Frau Leia Organa als Anführerin des Widerstands gegen die Erste Ordnung. Erneut machte er es sich zum Ziel, diese neue, gewaltige Superwaffe in die Luft zu jagen. Denn... Okay, how do we blow it up?
Er, Finn und Chewbacca machten sich auf zur Starkiller Base, wo er mit einem waghalsigen späten Sprung aus dem Hyperraum weitestgehend unerkannt landen konnte. Sie suchten auf der Oberfläche der Waffe nach Rey und fanden sie schließlich auch kurz bevor er ebenfalls seinen Sohn begegnete. Ben, welcher jetzt als Kylo Ren bekannt war, wurde von Han aufgefordert, mit ihm nach Hause zu kommen und der Dunkelheit abzuschwören. Ben jedoch hörte nur eines. Die Stimme des Snoke, der ihm versprach, er würde diese Zerrissenheit, in der er steckte, nicht mehr spüren und stärker werden, wenn er seinen Vater töten würde. Also erstach er mit seinem Lichtschwert Han und ließ diesen in die Untiefen der Starkiller Base stürzen. In diesem Moment spürte er jedoch nicht die versprochene Stärke, sondern jegliche Kraft entschwand aus ihm. Er war schwächer als jemals zuvor. Und wütend auf Snoke, auf sich selbst, auf seinen Vater. Ein Schlag in die Seite. Chewbacca hatte aus Wut Kylo mit seinem verheerenden Bowcaster erwischt. Doch Kylo war taub. Er spürte nichts. Keinen Schmerz, keine Wut, keine Liebe. Er war einfach nur leer und schwach. Seine Kraft war verschwunden. Sein Vater war tot. Das ist also die essentielle Story des Han Solo, von Leben bis Tod. Fun Fact, Harrison Ford wünschte sich diesen heroischen Charaktertod schon seit 1977 und dem ersten Original-Star-Wars-Film. Er fand immer, dass Hans Geschichte abgeschlossen war, als er sich dem Kampf gegen das Imperium anschloss und entschied, mehr zu sein als nur ein simpler Schmuggler. Und nun hat er in Episode 7 bekommen, was er wollte. Episode 8 steht direkt vor der Tür und ich werde ihn heute Nacht um 0.01 Uhr direkt sehen. Ab morgen kann es also sehr gut sein, dass in den Basics-Videos um zum Beispiel die First Order, Kylo Ren und Snoke und aller möglichen anderen Leute direkte Spoiler-Warnungen drin sind mit einem Timecode, wo ihr dann hinspringen könnt, um eben nicht gespoilert zu werden. Also keine Angst, unangekündigte Spoiler wird es definitiv erstmal nicht geben. Erst nach Weihnachten beschäftige ich mich dann mit einzelnen kompletten Videos mit dem Film. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr jetzt hier abonniert und euch noch weitere Star Wars Basics-Videos da anschaut oder hier meine weiteren detaillierten Videos anschaut. Seid, nachdem ihr den Film gesehen habt, gerne in den Kommentaren dabei, um mit mir über diesen zu sprechen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Rinjahauen.